Ali, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu InSound Mind. Schön, dass ihr am Start seid. Das Spiel hat mich wieder wo ganz anders rausgeworfen, wie es halt immer so ist. Wir müssen mal schauen. Wir waren ja wieder ganz normal in der nicht in der Spielzeugabteilung. Wir waren vorne im Hauptgebäude hier im Supermarkt, Fläche Dings da, und die Olle hat uns ja heftigst angegriffen. Diesmal noch nicht, wir sind ein bisschen eher rausgekommen und wir sind ja jetzt auch direkt wieder hier. Wir hätten bloß die Tür hier reingemusst. So, sehr gut. Ich hoffe, ich habe alles noch eingesammelt. Ich bin jetzt einfach schnell wieder hierher gerannt. Aber zumindest sieht so aus, als hätten wir alle Puppen. Mom machte das Abendessen, aber jetzt ist sie im Eisschrank. So. Ich hoffe einfach mal, dass uns jetzt hier nichts angreift. Eisschrank. Das sieht aus wie ein Bad. Sieht aus wie ein Schlafzimmer. Wohnzimmer. Ist hier oben. Das sieht aus wie Küche. Eisschrank, Küche könnte passen, oder? Probieren wir es mal. Da kommt die Mama-Puppe rein. Bei Feuer schlief Dad immer den ganzen Tag, also brachte ich ihn zur Laderampe. Damit hier die Garage gemeint? Würde ich jetzt als Laderampe zumindest irgendwie interpretieren. Papa-Puppe? Was ist das? Bitte hört auf damit. Im Dachstuhl hatte er immer Mut, jetzt verbirgt sich mein Bruder im Lager. Das im Dachgeschoss hat er immer Mut und jetzt ist er am Lager. Was ist denn das Lager? Hä? Ist das eher das Lager und nicht die Laderampe? Im Dachstuhl hat er immer Mut. Dachstuhl ist auf jeden Fall hier oben. Ah, es macht hier die ganze Zeit schon wieder Geräusche. So. Denk immer, dass dieser komische Typ wiederkommt. Ich, mir geht's gut, alles okay, dann Unglück und da ich böse bin, bin ich ein seelenloser Abfall. Boah, ich habe echt ein bisschen Schiss wie immer, ne? War hier die ganze Zeit schon sowas? Wir probieren's jetzt einfach mal. Nö. Seelenloser Abfall. Ist hier irgendwo ein Mülleimer? Wüsste es nicht. Das ist das Bad. Da ist halt auch ein Spiegel. Ein kaputter und Blut. Hier hinten. Hier ist ein bisschen Abfall. Also hier doch nicht die Laderampe, sondern die Tochter rein. Was könnte denn die Laderampe sein? Boah, das ist ein bisschen komplizierter jetzt. Sonst sind wir eigentlich immer ganz gut durchgekommen. Also Mom im Eisschrank, ne, das ist, hier ist die Küche, da ist ein Eisschrank. So, wir müssen nochmal drüber gucken. Bei Feuer schlief Dad immer den ganzen Tag, also brachte ich ihn zur Laderampe. Hier gibt's ja aber nur einen Punkt, wo wir es hinstellen können. Eine Laderampe ist eigentlich das. Guck mal, da steht auch ein Eimer, aber das ist, ach guck mal hier, bei Feuer. Da ist Feuer. Jetzt richtig? Nö, weil die sagt ja auch, bei Feuer schlief er und ich brachte ihn zur Laderampe. Im Dachstuhl hat er immer Mut, jetzt verbirgt sich mein Bruder im Lager. Hä? Ich kapier's nicht, es tut mir leid. Also die Mutti auf jeden Fall, aber jetzt ist sie im Eisschrank. Einzige, was für mich nach Eisschrank aussieht, ist hier Kühlschrank, also das sollte hinhauen. Die Mama sind wir uns schon mal sicher. Bei Feuer schlief Dad immer den ganzen Tag, also brachte ich ihn zur Laderampe. Was haben wir denn hier? Wir haben Schlafzimmer, wir haben ein Bad. Wir haben hier oben noch ein Zimmer. Und das hier oben ist der Dachstuhl. Also kann Papa-Puppe... Moment, falsche Taste. Wo habe ich Papa-Puppe jetzt hin? Hier unten? Ah, hört auf mit den Sounds, ey. So, Papa-Puppe dort Laderampe.
Im Dachstuhl hat er immer Mut, jetzt verbirgt sich mein Bruder im Lager. Es ist auch so eingekreist. Was weiß ich denn, was ihr als Lager benutzt habt? Also Dachstuhl ja. Me, I'm fine, I'm good, then crash. And since I'm bad. Naja, Crash sieht für mich stark hier nach aus. It's a small rounded slot. Und dann haben wir ja wieder alles genauso, wie es vorher war. Weiß halt auch nicht, muss jetzt was passieren? Geht davon aus, dass irgendwie was uns sagt, hey, du hast das Rätsel richtig gelöst. Im Dachstuhl hat er immer Mut, jetzt verbirgt sich mein Bruder im Lager. Bei Feuer schlief Dad immer den ganzen Tag, also brachte ich ihn zur Laderampe. Ist halt komisch, dass immer erst der Dachstuhl steht und dann jetzt habe ich ihn dorthin gebracht. Irgendwie verwirrt mich das. Soll mir das jetzt doch einen Tipp geben? Da haben wir doch die Bruderpuppe. Das ist die Bruderpuppe. So, im Dachstuhl, jetzt verbirgt sich mein Bruder im Lager. Ja, aber hä? Im Dachstuhl hatte er immer Mut, jetzt verbirgt sich mein Bruder im Lager. Now my brother hits, also ich kann vielleicht mal die Taschenlampe, oh Gott, wir haben richtig viel Taschenlampe verbraucht. Tut mir leid. Guck hier immer um die Ecke, ob irgendwas kommt. Ja, also, mir geht es gut, alles okay, dann Unglück. Und da ich böse bin, bin ich seelenloser Abfall. Unglück sieht für mich halt danach aus und dann seelenloser Abfall. Aber wir brauchen die Taschenlampe irgendwie. Naja, ich lasse sie trotzdem aus. Also Mom, im Eisschrank sind wir uns sicher, das passt. Seelenloser Abfall sieht halt hier mit Unglück irgendwie danach aus. Das ist für mich die Laderampe. Da ist Papa Puppe drin. Oder verbirgt sich im Lager. Was weiß ich, was euer Lager ist? Ich meine, wir können auch einfach mal rumprobieren, aber ich weiß halt nicht, ob das der Weg ist. Stellen wir hier mal die Bruderpuppe rein. Mir geht es gut, alles okay, dann Unglück, das wissen wir. Bei Feuer schlief Dad immer den ganzen Tag, also brachte ich ihn zur Laderampe. Hier ist Feuer, da schlief er den ganzen Tag. Wir probieren es jetzt einfach mal rum. Aber anscheinend auch nicht richtig. Das ist halt, was mich ein bisschen irritiert. Bei Feuer, warum ist das unterstrichen? Feuer sehe ich. Aber das ist ja keine Laderampe. Tut mir leid, wenn ich gerade voll auf dem Schlauch stehe. So, und den Bruder hat sie ins Lager gepackt. Na, vielleicht ist das hier das Lager. Vielleicht nehmen wir den nochmal hier raus. Oder habe ich... Nee, ist der noch hier drin? Den Bruder hingepackt. Wir brauchen die Taschenlampe, aber verdammt, das kostet so viel. Das ist der Bruder, das ist der Bruder. It's a small rounded slot. Jetzt? Hallo? Tja, ich bin überfragt, Leute. Ich bin einfach überfragt. Im Dachstuhl hatte er immer Mut. Jetzt verbirgt sich mein Bruder im Lager. Da ich böse bin, bin ich seelenloser Abfall. Dann Unglück hier oben. Und da war sie böse und deswegen wurde sie jetzt zu Abfall, oder was? Das heißt, die hat den Spiegel kaputt gemacht, Unglück, und da hat die Mama sie... Ja, ich bin jetzt seelenloser Abfall. Ich weiß nicht, soll uns das irgendeinen Hinweis geben? Machen wir den nochmal hier drüben hin? Haut auch nicht hin. Ich hau mal hier rein. Haut auch nicht hin. Geil. Läuft bei uns. Tochterpuppe hier rein. Papa-Puppe doch hier. Das ist zwar nicht der Weg, wie wir das Rätsel lösen sollen, aber mir fällt sonst gerade nichts ein. Die Bruderpuppe doch oben. Boah, wir müssen die Taschenlampe ausmachen. So, aber man
komme ich nicht ran. So. Jetzt? Auch nicht. Bin ich so doof? Mom machte das Abendessen, aber jetzt ist sie im Eisschrank. Sie hat das Abendessen gemacht, wahrscheinlich auch in der Küche, aber jetzt ist sie im Eisschrank. Aber ich kann die ja nur hier hinpacken. Ich kann die ja nicht in den Eisschrank packen. Ein Eisschrank ist für mich Küche. Da steht auch wieder ein Spiegel. Also ich weiß nicht, ob man hier irgendwo anders einen Eisschrank sieht. Aber für mich sehe ich hier nirgendwo einen Eisschrank. So, also Küche. Bei Feuer schlief Dad immer den ganzen Tag, also brachte ich ihn zur Laderampe. Er hat hier den ganzen Tag am Feuer gepennt und drum hat sie ihn zur Laderampe gebracht. Das ganze Haus hat keine Laderampe, wenn, dann ist es doch irgendwie die Garage. Im Dachstuhl hatte er immer Mut, jetzt verbirgt sich mein Bruder im Lager. Den haben wir aktuell im Dachstuhl. Ne, haben wir nicht, den haben wir irgendwo anders hingestellt. Wir kommen irgendwie auch immer wieder aufs selbe Ergebnis, ne? Ne, doch, da ist er doch. Dachstuhl hatte er immer Mut. Jetzt ist er im Lager. Das ist für mich auch das Lager. Lager und Laderampe. Was soll denn das sein an dem Haus? Hilfe, ich check's nicht. Es tut mir leid, wir haben fast die ganze Folge schon wieder verbracht. Wir haben einfach nichts geschafft. Tja. Taschenlampe ist bald leer. Und ich habe keinen Dunst, was ich machen soll. Jetzt packen wir den Dad doch nochmal ins Feuer. Dem Bruder hier ins Lager. Hier, Olle, ist seelenloser Abfall. Hier oben ist ein Unglück passiert. Die Mama vielleicht doch falsch. Nö. Ist nicht falsch. Jetzt haben wir hier auch alles ausprobiert mit der Mama. Also die Mama muss auf jeden Fall hier in die Küche. Da ist ein Kühlschrank, Eisschrank, wie auch immer. Können wir die irgendwie andersrum hinstellen? Nee. Es geht wirklich nur darum, in welchem Raum die sind. So. Sie als seelenloser Abfall. Dann Unglück. Ich, mir geht es gut, alles okay, dann Unglück und da ich böse bin, bin ich ein seelenloser Abfall. Weiß nicht, hat man Abfall vielleicht dort stehen. Hier zumindest irgendwie ein Eimer. Der Vater vielleicht doch wieder ans Feuer. Und dem Bruder hier oben rein. Ich kapier's nicht. Ich check's einfach nicht. Mom machte das Abendessen, aber jetzt ist sie im Eisschrank. Wissen wir, wir gucken uns das Englische nochmal an. Weil es steht Dinner und Freezer da. Dinner und Freezer ist beides Küche. So, beim Vater ist unterstrichen Feuer und Loading Bay, Laderampe. Da ist Feuer. Laderampe. Auch das ist ja prinzipiell keine Laderampe. Aber das ist zumindest so ein offener Raum. Mit dem hier drüben. Na gut, die sind alle irgendwie offen. Aber vielleicht ist doch eher hier gemeint. So, da haben wir Dachgeschoss und Lager. Der Bruder. Also den würde ich definitiv hier reinsetzen. Crash und Trash. Aber bloß noch die Tochter. Crash und Trash. Hier ist auf jeden Fall Crash. Aber wo ist Trash? Da muss ich die erst dorthin setzen und dann in das andere. Dass wir hier erst die Position machen müssen, weil sie ist Crash und dann kommt sie. Ja, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Da rein, weil Trash. Wir haben doch alle Puppen, ne? Schalte frei und erreiche die Spielzeugabteilung, sammle alle Pillen, locke die Beobachter. Wir haben alle Puppen.
Ja, Leute, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe keine Ahnung. Doof, dass wir jetzt gerade hier eine ganze Folge hängen. Das tut mir echt leid. Bisher... Boah, das ist bloß so eine Puppe, ne? Gibt die mir einen Tipp? Checkt die irgendwie, dass ich nicht weiterkomme? Nö. Schade. Das wäre cool gewesen. So, ich gehe wieder weg. Ich habe keinen Bock auf die Olle. Batterie ist nun auch gleich leer, aber ich sag mal so, wenn wir es jetzt in der Folge nicht schaffen, dann brauchen wir hier auch nicht, also speichert ja eh nicht, das heißt, wenn wir nächste Folge anfangen, haben wir wieder volle Taschenlampe. Ein Vorteil, dass das Spiel nicht dauernd speichert. Ja. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich weiß nicht, was mir dieses Spiel damit sagen möchte. Bei Feuer schlief Dad immer den ganzen Tag, also brachte ich ihn zur Laderampe. Ich würde immer noch sagen, dass das hier irgendwie die Laderampe ist. Jetzt verbirgt sich mein Bruder im Lager. Dachstuhl hatte er immer Mut. Hier oben, aber jetzt verbirgt er sich im Lager. Aber was ist denn das Lager? Hab ich nicht gerade die Bruderpuppe genommen? Ne, der ist noch im Dachstuhl. Mama im Eisschrank. Was haben wir jetzt noch? Tochter und Bruder. Die Tochter hat hier oben ein Unglück gemacht und der Bruder ist im Lager. Ich bin zu doof dafür. Jetzt ist er am Dachstuhl. Da hatte er Mut und jetzt verbirgt er sich im Lager. Was möchte mir das Spiel jetzt sagen? Sorry, wenn es gerade langweilig ist, aber wir müssen das Rätsel machen, sonst kommen wir nicht weiter. So, die hatte Unglück und jetzt ist sie seelenloser Abfall. Der Raum hier, das ist kein extra Raum, ne? Nö. Geil. Taschenlampe ist gleich leer. Wir haben da, aber bin ich mit der Mama vielleicht falsch? Hängt sie die ganze Zeit nur an der Mama? Aber der Eisschrank ist doch dort, das muss... Also anders kann ich es mir bei der Mama nicht erklären. Mom was making dinner, but now she's in the freezer. Es ist ja derselbe Raum. By fire, Dad would sleep all day, I stuffed him in the loading bay. Weil er hier den ganzen Tag gepennt hat, hat sie ihn in die Laderampe geschafft, damit er nicht mehr pennt. Im Dachgeschoss hatte er Mut, aber jetzt... ist er im Lager. Das heißt, er soll nicht ins Dachgeschoss, er soll ins Lager gehen. Aber hier ist nichts ein Lager. Boah, ist das schwer. Oder ich bin einfach zu doof. Vielleicht haben wir es auch schon richtig und... Ach nee, das, ich glaube, das Spiel würde es uns sagen, wenn wir es richtig haben. Also ist ja keiner im Dachgeschoss. Vielleicht doch den Papa in den Dachstuhl, warum auch immer, und den Bruder dort rein? Auch nicht. Ich weiß es nicht, Leute. Wir müssen jetzt erstmal Schluss machen mit der Folge. Taschenlampe ist auch gerade pünktlich ausgegangen. Es tut mir wirklich leid. Wenn ihr mir Tipps geben könnt, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ich denke nochmal in Ruhe drüber nach, ob ich irgendwas gerade völlig übersehe, aber ich habe keinen Dunst, wie wir das hier lösen sollen. Sorry, war eine langweilige Folge, aber manchmal gehört das halt auch dazu. Danke fürs Zuschauen, morgen geht's weiter, bis dahin. Macht's gut.